Hi, willkommen zurück zu Dead Space. So, wir sind hier jetzt top ausgerüstet und müssen mal direkt zur Monorail zurück. So, ist mich immer gespannt. Oh. Oh, hier ist schon die Monorail. Ach, stimmt. Warte mal. Können wir hier noch was machen? Ich guck grad nochmal. Wahrscheinlich, nee, Quatsch, der Hinne war ja Store, nee, mehr. Das war Unsinn. Wir waren ja schon im Store, fällt mal gerade auf. Nee, das ist jetzt erst nächste da, wo ich hier weiter spiele und. Ach, Gedächtnis wie es Sieb. So, und das Monorail-System. Endet jetzt das Kapitel? Ja. Okay. Kapitel 2 abgeschlossen. Auf nach Kapitel 3. Ja, mach halt mal. Ach, hätte ich das gewusst, hätte man das noch in der letzten Folge noch angeschlossen. Lass mal gucken. Was war das? Wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Will ich auch noch Pommes mit Mayo dabei? Soll man noch alles machen? Soll man noch alles machen? Impulsprojektile. Ist das eventuell für unser Waff hier? Kontrollraum. Tagesersetzt im Unfall 0. Das liest sich doch. I love my Peng. Ja, sieht nice aus. Transparent Alloys. Trigger Link 710. Was haben wir dann hier? Ein Medipack Klein, das nennen wir natürlich gerne. So, Tageserlitz im Unfall, und ich bleib das so. Ich muss gerade mal überlegen. Oh. C, genau, das ist. Schichtbearbeiter melden sich bitte beim dienstabenden Vorarbeiter. Okay, Testbereich, Maschinenbereich. Uhuhuhu. Machst du erstmal das Unvermeidliche? Oh fuck. Fuck. Okay, der sieht übel aus, aber er fällt mich nicht an, das ist schon mal gut. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Okay, das haben sie wohl scheinbar nicht geschafft. Ich muss mich erstmal hier grob umgucken. Hier ist verschlossen, hier auch. Was ist das? Kontrollstation, irgendwas. Impulsprojektile, die nehme ich. Oh. Plasma-Energie. Ho, ho, ho. Oh, Fahrstuhl. Okay. Muss mich erst mal hier umgucken. Medipack Mittel. Inventar ist voll. Das könnte man am Shop gerade mal beheben.
Ich muss noch kurz was gucken. Ich habe hier ein Impulsgewehr. Tja, der ist aber. Ich kann das hier einfach stehen lassen, das wird hier einfach nicht weglaufen, oder? Kann ich mir das nicht vorstellen. Impulsprojektile. Warte mal, oder? Ich. Warte mal, noch besser. Haha, ich habe eine Idee. Das wird jetzt ein bisschen gemacht, aber so Inventar. Pulsprojektile. Die schmeiße ich mal in das Safe. Also, da können wir ja an jedem Shop drauf zugreifen. Hoffe ich doch. Dann hole ich die und. Oh. Moment. Das war es doof. Eventuell lege ich die in das Safe. Warte mal, Medkit kennt man eventuell. Ugh. Also das Inventarplatz ist wirklich nicht überschwänglich in dem Spiel. So, warte mal, ja, auf jeden Fall die 20, hauen wir mal in das Safe. Plasma-Energie. Da haben wir noch genug, machen wir mal in das Safe. Medipack klein, auch in das Safe. Safe, dann gehe ich in das Safe und hole mir die 100 im... Pulsprojektil, die müsste ich jetzt eigentlich. Ja, genau. Okay. Jetzt mal. Ups. Das heißt, bis hier sind mal 3 frei. Dann können wir uns zumindest das Medipack Mittel holen. Aber das ist doch sinnvoll. Und dann gucken wir mal. Maschinen wieder auftanken. Okay. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Inventarmanagement gehabt, würde ich sagen. Speichern wir mal, damit wir das schon mal gemacht haben. Nicht doof, wenn wir erst drauf gehen, das nochmal machen müssen. Jetzt schätze ich mal, dass wir hier rein müssen. Hm, ja. Oh. Ach du Scheiße. Ah, da unten ist. Ach du Herrje. Hier sieht sie überall aus wie auf dem Schlachtfeld. Oh ja. Oh ja. Batscht auch ganz gut. Credits. Werkbank. Finde ich gut. Nein, du bist, denke ich, tot. Ja, und ganz schön ausgeweitet. Herrje. Textlog. Hello F, keine Ahnung, was hier abgeht. Erst Ship-Back Captain, dann werden wir angegriffen. Oh, vom Brückepersonal. Jo, hätte ich denn anschließen sollen, aber das hat wohl nicht geklappt. Werkbank, können wir hier irgendwas machen? Ich meine, wenn wir. Ich kann das Impulsgewehr auch verbessern. Das ist ja mal interessant. Das ist interessant, aber das ist erstmal gut. Ich würde sagen, ich verbessere Emo mein Plasma-Cutter. Der ist nämlich. Der hat was. Ich habe nur einen Knoten. Das ist schlecht. Ich könnte hier auf Nachladen gehen oder auf Tempo. Ich könnte aber auch sparen und mal direkt Kapazität und Schaden holen.
Das hört sich eigentlich noch viel besser an. Ich könnte mal eher das Ende holen. Oh, nö, das geht jetzt eher schon mal so. Gut, dann gucken wir trotzdem mal, was da hinten ist. Hier. Ne, das ist irgendwas anderes, keine Ahnung. Irgendwie Todekopf. Was ist denn? Och du. Okay, das sind nur Anzüge. Ich habe gedacht, die haben ein paar aufgehung. Oh. Hallo? Was ist das hier? Impulsprojektile. Audiolog. Was zum Henker ist hier los? Es ist Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen. Oh Gott, ist er tot? Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Huhuhuhu. Plasma-Energie. Brennstoff, Flammenwerfer, Schema. Inventar ist voll, das gibt's doch nicht. Inventar ist voll. Also das mit einer verschiedenen Waffe hat auch so seinen Neudeal. Gut, wenn ich es nicht total vergesse, würde ich sagen, wir gehen nur neu nochmal hin. Was kann ich denn... Ach, kann ich nicht einen anderen Anzug kaufen? Da gibt es noch so viel. Ich könnte so ein Stase-Modul kenne ich in die Bank legen, aber dann... Ach, Jungs, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen die Drogenlauferei, aber ich vergesse das nur hin bestimmt. Kommen irgendwelche paar Monster, ich kriege super Panik und vergesse das alles. So, mir die Endstase packen wir in das Safe. So. Hab Isaac, wollte ich, hol dich. So, Download im Shop, warte mal, genau, da gehe ich jetzt am besten in den Shop, dann habe ich das nämlich aus dem Inventar raus. Genau. Gut, warte mal, was kann ich noch? Ein kleines Luftkanister, Plasma-Energie. Ne, das ist stackbar bis 100. Plasma-Energie, da habe ich genug. So. Okay. Okay. Es kann ja nie mehr lang dauern, bis irgendwas kommt, was böse ist. Teamwork. Ja, Alter, bleib du Laie. Oh! Oh fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Medipack klein. Ach du Scheiße. Dann gucke ich sie erstmal grob, was die Hünde ist. Emergency Supplies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Credits, ja, die kann ich direkt holen.
Impulsprojektile stacke. Credits. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das ist der, genau, das ist der Weg. Was war das? Stasepack, okay. Tja, wenn mir schon mit Stasepacks zugeschmissen wäre, warte mal. Oh, Kontrollstation, Betankung, Süd und Nord. Okay, die müssen mal Störung, Chinese benötigt. Ja, das kann ich so herziehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal durch Nuff. Scheint ja okay, also es ist ein Impulsprojektil, ist sehr schön. Was ist das? Runterziehen. Tanksequenz aktiviert. Oh. Warte mal, war das jetzt schon wirklich eins von deinen Dinger? Jo. Das ist cool. Okay, jetzt müssen wir da runter, aber wir müssen natürlich ja schon gucken, was da oben ist. Fuck! Blöde Mistviecher. Das würde mich mal interessieren. Hängt das, was man hier an Munition findet, auch so ein bisschen mit dem zusammen, was man verwaffern? Oder ist das zufällig? Wahrscheinlich zufällig. Medipack klein, ja, super. Was ist denn hier? Kontrollraum. Bitte Werkzeughalterungen sichern. Muss ich hier rein, oder? Muss man auf die Map gucken. So ganz sicher. Also das halten wir mal im Hinterkopf, dass es hier irgendwie weitergeht. Wir gehen nur da ohne weiter, weil da kann ich ja neun auf jeden Fall. Wo ist Jungs? Chinese benötigt. Holy crap. So, du funktionierst. Das ist schon. Ey, betatsch mich hier nicht. Geht dir einfach so die Hand in mein Hintere. Me too. Böse. Oh, nee, ich will sofort zurück. Das war nur ein Witz, ich will hier nicht hin. Fuck. Oh.
Alter, Vater, alter Schwede. Was war das dabei? Ich glaub, die haben sie mir all. Aus meiner Energie. So, gerade nochmal, weil ich's kann. Och du Herrje. War noch. Und sowieso. Oh, warte mal, da kann ich doch bestimmt. Nein, ich will diese Kiste. So. Geht doch so. Okay, jetzt darf ich diese Kiste holen. So, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Medipack klein, alles klärchen. Okay, genug Muni haben wir noch. Wo geht's hin? Also checken wir sie erstmal aus, was das hier ist. Nicht gesund. Plasma-Energie. Was? Was? Inventar ist voll. Warte mal, kann ich... Hallo? Okay, warte mal. 10, das ist voll. An mir all. Da war sowas von. Oh, hier ist was. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Denvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekappt und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Denvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Ja, ja, ja. Idiotischen Probleme. Work safely today. Remember, someone expects you home tomorrow. War das moderne Feature? Ey, ey, ey. Shit, shit. So viel zum Thema, sie sind in den Lüftungsschächten. Speicherstation. Gut. Oh oh. Gasepack. Ja, toll. Alter, weiche Schockre, das sind doch nur mir, wo die Leiche rumschläfe. So, Stasepack jetzt schon zu nutzen, ist irgendwie sinnfrei. Medipack Mittel. Na toll. Ist hier aber irgendwo was, wo man hin müsse? Oder ist hier. Nee. Der einzige Weg. Oh, das ist so ein Ding, das können wir dann sehr schon noch erledigen, nehme ich an. Oh, nee. Aber wenn ich Glück kann. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Da
Das wird schon bei mich kommen. Okay, ich habe jetzt einen Plan, weil das Ding will ich unbedingt holen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Overkill, aber wir benutzen die Stase-Pack hier. Ich will zumindest wissen, was das ist. So, jetzt gucken wir zuerst mal. Alles frei. Dann würde ich direkt sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann, bye bye.